Die Mary Fisher Baureihe steht bei Janot für vielseitige, robuste Boote. Die Serie beginnt bei der Mary Fisher 605 mit 5,66 Metern und endet bei unserem Testboot, dem Flaggschiff Mary Fisher 1295 Fly. Ein Boot, das zum Reisen mit der Familie und Freunden einlädt. Für Badeausflüge, Inselhopping und Entdeckungstouren bietet sich die Flybridge Yacht ebenfalls gut an. Zu den technischen Daten. Das Boot fällt in die CE-Kategorie B und ist für 10 Personen ausgelegt. Die Länge über alles beträgt 12,41 Meter und die Breite 3,80 Meter. Die Verdrängung ohne Motoren liegt bei ca. 8.181 Kilo, mit einem Tiefgang von 0,85 Metern. Die minimale Durchfahrtshöhe liegt bei 3,88 Meter und der Kraftstofftank fast 1.174 Liter. Motorisiert ist die Mary Fisher mit 3 Yamaha V6 mit 300 PS. In langsamer Fahrt hält die Mary Fisher gut ihren Kurs und lässt sich entspannt fahren. Gleiches gilt für die Gleitfahrt, die wir mit den 3 Yamaha-Motoren ohne Sichtbehinderung erreichen. Um die Janot immer in optimaler Trimlage zu fahren, agiert auf dem Testboot ein optionales Zip-Wake-Trim-System. Bei 4500 Umdrehungen pro Minute errechnen wir die wirtschaftlichste Gleitfahrt von etwa 25 Knoten. Dann reicht der Tankinhalt von 1174 Liter für 145 Seemeilen plus 15% Reserve. Bei Vollgas erreicht die Janot knapp 36 Knoten und kommt rein rechnerisch noch 120 Seemeilen weit. Wir ziehen in schneller Fahrt enge Kurven und sind begeistert, wie spurtreu und sicher der Rumpf das macht. Wenn es auf See kabbeliger wird, hat die Test-Janot noch optional den Seakeeper 3 an Bord, der das Boot während der Fahrt und am Ankerplatz stabilisiert. Er steht sicher befestigt unter dem Salonboden auf Höhe der Pantry. Eine weitere Option ist unter dem Cockpitboden installiert. Hier findet man den Dieselgenerator. Weiterhin stehen auf der Zubehörliste Heizung und Klimaanlage, die je nach Wetterlage den entsprechenden Komfort garantieren. Jetzt haben wir am Test die Mary Fisher 1295 mit der Flybridge. Da gibt es Polster dafür, das kann man schön zumachen. Den kann man schön aufklappen, dann kann man mich hier schön hinsetzen. Wunderbar. Ja, die Polster sind auch völlig in Ordnung. Erde hier werkelt, kann da oder noch da. Das ist schon sehr kommunikativ. Jetzt, ja, hier haben wir zwei Platten. Abrufen. Stauraum. Fahrersitz. So kann man sich natürlich hinsetzen mit den Leuten, die hier sind, kommunizieren. Irgendwo muss doch hier ein Hebel sein. Also an Stufen. Ja, was natürlich auch sehr schön ist, ist hier der Seitenausgang. Muss man natürlich einmal so machen, aber da hat man sofort auch immer. Hallo, ne? Kann man mit den Leuten reden. Gehen wir in die erste Kabine hier. Kann man sich hier vorne so ein bisschen hinsetzen, wenn möchte. In der Mitte kann man auch noch Polster einlegen, so dass alles, ja, dass es auch eine Doppelkoje wird. Da haben wir einen Schrank. Auf der anderen Seite haben wir so eine sehr, sehr ähnliche Kabine. Dann haben wir hier einmal die Nasszelle für die Gäste. Die Dusche haben wir ausprobiert. Die Tür geht nach innen auf, aber man kommt auch. Ich komme auch rein. So, jetzt gehen wir hier in die Eignerkabine. Hier haben wir das großzügige Bad. Die Tür ist auch größer und so weiter. Das ist schon schön. Hier kommen wir in die Eignerkabine. Großer Fernseher. Das halten wir hier mal eben hoch. Hier haben wir einen Lattenrost unter und darunter ist auch noch Stauraum, habe ich vorhin gesehen. Ein Notlook ist da oben. Da ist ein Polster jetzt drauf, aber das lässt sich ganz einfach natürlich dann hochklappen. Hier kann man sehen, hier haben wir zwei richtig große Scheibenwischer. Doppelarm mit
Fisch. Dann haben wir hier eine schöne Liegeeinheit. Wie das eben schon mal gehört, hier ist dann das Fluchtflugunter vom Alten. Ja? So, hier kann man sich ordentlich festhalten. Auch ganz witzig, da ist sie jetzt fixiert. Man kann das lösen und kann es dann nach da die Gleiter mal so klar hinsetzen. Hat man hier einfach den besseren Durchgang. Da unten gibt es gleich gekühlte Getränke. Dann haben wir hier eine schöne Sitzecke. Wenn nicht dieses, kann ich. Ach, da klappt. Und es gibt hier. So, da kommt noch ein Polster drauf. Dann habe ich eine große Sonnenliege. Den Tisch, der Stuhl, kann ich natürlich auch noch da einrichten. Also den Sitz kann man hier vorne, das Polster eben auch, zum Hinstellen. Man kann den Sitz auch vor und zurückschieben. Und so habe ich auch eine wirklich ganz schöne Stellung, dass ich hier gut rankomme. Ja, da kann ich ziemlich uneingeschränkt drauf gucken. Ein bisschen ist da was abgedeckt, aber es ist ganz wenig. Das Yamaha-Display sehe ich auch. Hier haben wir ein Zip-Wake-System. Und hier haben wir wieder einen Joystick. Ja, und hier wieder die elektronische Schaltung, wo ich auch gut rankomme. Das kann man auch noch verstellen. Ja. Hier habe ich alle Bedienteile für das Yamaha. Yamaha-Bedienteile. So. Unser Fazit? Die Janot Mary Fisher 1295 Fly ist ein Boot mit vielen Facetten. Mit ihr reisen 6 Personen komfortabel und können sich gut entspannen. Die Fahreigenschaften mit den 3 Yamaha Außenbordern sind sicher.